Bitte. Und Fraktionsvorsitzende der NPD, Herr Pasteurs. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der überregionalen Tageszeitung Die Zeit vom 8. März diesen Jahres können Sie nachlesen, was die NPD wirklich will. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, entspricht in auffällig vielen Punkten exakt dem, was das deutsche Volk für richtig hält. Das Blatt berichtet unter anderem, dass wir uns immer häufiger mit radikaldemokratischen Forderungen hervortun. Als da wären erstens: 2009 setzte die NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag eine aktuelle Debatte unter dem Titel »Für eine wahre Demokratie nach Schweizer Vorbild – Volksentscheid jetzt auf allen Ebenen einführen« auf die Tagesordnung des Parlaments. Zweitens, in einer großen Kampagne 2007 und 2008 wurde durch uns massiv die Forderung auf Volksentscheide und Volksabstimmungen eingefordert. Drittens, wir wollen durch grundsätzliches Eintreten für direkte Demokratie den etablierten Blockparteien einen großen Teil ihrer Macht entreißen, um endlich wieder der Forderung des im Grundgesetzes Geltung zu verschaffen, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und eben nicht von den Parteien. Schon längst haben Sie sich den ganzen BRD-Staat zur fetten Beute gemacht. Meine Damen und Herren, wie das jüngste Beispiel, ich meine die Schmierenkomödie um den Rücktritt des Bundespräsidenten Wulff, jedem erneut deutlich vor Augen führt. Haben die Leute am Ende über den CDU-Lügenbaron Herrn zu Gutenberg noch mit distanzierter Verachtung reagiert, so entlud sich die Wut der Bürger am Rande des großen Zapfenstreichs für den CDU-Mann Christian Wulff dadurch, dass sie zu Hunderten protestierend vor dem Schloss Bellevue erschienen und Herrn Wulff in Sprechchören regelrecht zum Teufel wünschten. Meine Damen und Herren, die Forderung der Nationaldemokraten nach einer Direktwahl des Bundespräsidenten ist für Sie hier in diesem sogenannten Hohen Hause nicht ganz neu. Schon in der 22. Sitzung am 12. Juli 2007 verlangten wir in einem Antrag auf Drucksache 5649 die Direktwahl des Bundespräsidenten. Schon damals forderte der Abgeordnete der NPD, Michael Andrijewski, eine Bundesratsinitiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ziel, einer Direktwahl des Bundespräsidenten im Bundestag zu erreichen. Herr Andrijewski sagte damals schon zutreffend, Zitat, »Schon jetzt hat das Amt des Bundespräsidenten die gelegentliche Wirkung, bei dem einen oder anderen Mandatsträger Ansätze von selbstständigem Denken hervorzurufen, die man im etablierten Parteiensystem sonst nicht gewohnt ist.« Und Andrijewski weiter, »Der Altpräsident Roman Herzog hat zwar nach seiner Amtszeit, aber doch sehr zutreffend, ernsthaft Zweifel angemeldet, ob man die BRD überhaupt noch als parlamentarische Demokratie bezeichnen könne. Und Horst Köhler stellte sich quer, als Bundeskanzlerin Merkel sich bei der Vorstellung ihres ersten Bundeshaushalts nicht einmal die Mühe machen wollte, pro forma die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu erklären, sondern offen verkündete, dass sie nun leider einen verfassungswidrigen Haushalt vorlegen müsse. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, vielleicht sind Sie ja mittlerweile einsichtiger geworden und stimmen heute nunmehr unserer Forderung nach Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk und einer Ausweitung seiner Befugnisse zu. Nicht nur der Sozi Sigmar Gabriel hat zumindest mit seiner jüngsten Äußerung, Zitat, der neue Bundespräsident darf auf keinen Fall einer aus der Politik sein, Zitat Ende, begriffen, dass es nach alten Strickmustern nicht mehr weitergehen kann, wohl wissend, dass man in ihren Reihen keinen geeigneten Kandidaten mehr auftreiben könnte, der nicht irgendwie Dreck am Stecken hat. Wir von der NPD bekämpfen ja seit Jahrzehnten ein sich immer autoritärer gebärdendes Parteienkartell. Und auch der Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim stellte schon 2001 fest, Zitat, wenn repräsentative Demokratie Regierung durch das Volk und für das Volk bedeutet,
stellt man rasch fest, dass es in der Praxis des vermeintlich freiheitlichsten Gemeinwesens, das es hier auf deutschem Boden gegeben hat, um diese Grundsätze nicht gut bestellt ist. Staat und Politik sind insgesamt in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen. Und Herr Professor von Arnim weiter, jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat. Er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat. Er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen mit seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Apropos Versorgung. Wenn der Herr Wulff auch nur einen Funken Anstand besitzt, dann wird er freiwillig auf seine jährlichen Bezüge und sonstigen Vergünstigungen, die die stattliche Summe von 500.000 Euro jährlich ausmachen, freiwillig verzichten. Aber diesen Funken Anstand wird er nicht haben, denn er ist nicht nur Partygänger, sondern auch Musterdemokrat, einer von Ihnen sozusagen. Aber kommen wir zurück zu unserer Forderung, dass wir von der NPD einen Präsidenten wollen, der wirklich demokratisch legitimiert, also direkt vom Volk gewählt ist. Was spricht eigentlich dagegen, dieses zu tun? Haben Sie, meine Damen und Herren, Angst vor der Entscheidung des deutschen Volkes, vor der Entscheidung des Souveräns, wie es so schön in der Verfassung heißt? Haben Sie Angst davor, dass sich bei einer Direktwahl ein überparteilicher Führungsauftrag unseres Bundespräsidenten ableiten lassen könnte? Die Gegner einer Direktwahl führen ins Feld, das Amt des Bundespräsidenten durch den dann notwendigen Wahlkampf beschädigen, eventuell leiden sehen zu können. Dass ich nicht lache. Genau das in dieser Woche und in den Wochen zuvor erlebte politische Schmierentheater, inszeniert durch die zum Teil zugegebenermaßen hetzerische Berichterstattung und wahrscheinlich vorhandenen schweren Verfehlungen des Herrn Wulff, haben das Amt bereits der Lächerlichkeit preisgegeben. Selbst nach dem großen Zapfenstreich soll es Bundeswehrangehörige gegeben haben, die sich despektierlich offen über den ausscheidenden Bundespräsidenten geäußert haben. Nein, meine Damen und Herren, politische Ämter beschädigt eine Bundeskanzlerin Merkel durch ungehemmte Geldtransfers auf Kosten der Steuerzahler in Milliardenhöhe, nicht nur nach Griechenland. Wir von der NPD nennen so ein Verhalten Hochverrat. Politische Ämter beschädigt das kriminelle Verhalten eines Verteidigungsministers von und zu Gutenberg, der sich einen Doktortitel ergaunerte und sich in die Vereinigten Staaten von Nordamerika absetzte. Vielleicht folgte Herr Wulff Herrn Gutenberg ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Zeit ist reif. Es muss Schluss gemacht werden mit dem Artikel 54 Grundgesetz, der da lautet, der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Wir Nationaldemokraten bevorzugen allerdings Aussprachen. Wir Nationaldemokraten bevorzugen allerdings Aussprachen, weil uns Sprechen demokratischer erscheint als verordnetes Schweigen, meine Damen und Herren. Denn Ihr Parteienstaat hat sich nicht nur die Verwaltung zur Beute gemacht. Nein, Sie haben es geschafft, durch Bevormundung und Political Correctness das Volk zum Schweigen zu bringen. Selbst die höchsten Gerichte besetzen Sie mit Ihren Günstlingen. Natürlich wissen wir, dass mit der Direktwahl des Bundespräsidenten Ihr BRD-Moloch nicht verschwindet. Dennoch würde die Direktwahl und die Ausweitung der Macht des Bundespräsidenten zweifellos eine höhere Identifikation des Volkes mit dem Amt bedeuten. Der Vorgänger von Herrn Wulff, Herr Köhler, hat es richtig gemacht. Er war nicht mehr bereit,
den BRD-Grüßonkel zu geben. Wahrscheinlich angewidert vom Treiben im sogenannten Hohen Haus in Berlin im Reichstag hat er es vorgezogen, zu schweigen und zu gehen. Der neue Präsident, Herr Gauck, so ist zu vermuten, wird nicht schweigen. Er wird, ich komme zum Ende, er wird viel von Ausländerintegration, Existenzrecht des Staates Israel und von der Verantwortung für die Dritte Welt schwadronieren. Die Fortsetzung, meine Damen und Herren, dann im zweiten Teil meiner Rede. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Rednerpult einnehmen, erteile ich Ihnen noch einen Ordnungsruf wegen eines beleidigenden Zwischenrufes gegenüber Herrn Minister Brotkorb im Rahmen der Aussprache zu dem Tagesordnungspunkt 13. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Borchert, Ihre Kindergartenrede, die war so schäbig und so unter Niveau, dass ich mich da gar nicht zu äußern will. Sie wollen durch Auseinandersetzungsverbot, also durch Wettbewerbsverbot vor einer Wahl die Demokratie retten. Was haben Sie für eine Vorstellung von freiheitlichen Gedanken und von freiem Wettbewerb auch auf der politischen Ebene? Aber ich setze meine Rede fort, und zwar denke ich, dass gerade die Auseinandersetzung, der Wettbewerb, der freie Wettbewerb um ein Wahlamt gerade die Essenz der Demokratie ausmacht und nicht das Ausgekungel von Kandidaten innerhalb eines Parteienkartells, wo das Volk außen vor nur noch zur Kenntnis nehmen darf, wer es denn nun wird oder wer es nicht werden darf. Das ist der Unterschied zu meiner Position, zu der Position der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands und den Postkommunisten, die sich hier als Oberdemokraten aufspielen und ganz vergessen, dass gerade in Ihrem Staat, wo Sie Heil Moskau gerufen haben, das nicht praktiziert wurde, was Sie hier einfordern. Das ist schäbig. Sie haben ein kurzes Gedächtnis. Ich habe von Ihnen nichts anderes erwartet, gnädige Frau. Zurück zu meiner Rede. Also der Herr Gauck, er wird vom Ausländerintegration, Existenzrecht des Staates Israels und von der Verantwortung für die Dritte Welt schwadronieren. Er wird uns Deutsche mahnen, weiterhin den Goldesel zu spielen für ganz Europa, und begründen wird er dies vermutlich mit der bösen Vergangenheit des deutschen Volkes. Er wird also eine Schleimspur humanistischer Phrasen hinter sich herziehend durch die Welt reisen. Und darum wird man ihn wahrscheinlich in Ruhe lassen. Das sind die Leute, die ihre Demokratie braucht, damit alles so bleibt, wie es ihnen von den Blockparteien gefällt. Wir machen da nicht mit und protestieren weiter gegen ihren Parteienstaat, auf der Straße ebenso wie in den Parlamenten, bis sie uns, meine lieben Demokraten, ganz demokratisch vielleicht eines Tages diktatorisch verbieten lassen. Aber das scheint ja vorläufig nicht mehr ganz so einfach zu sein, nachdem immer deutlicher wird, dass der sogenannte nationalsozialistische Untergrund weitestgehend mit Geldern ihres Verfassungsschutzes das Licht der Welt erblickte. Wir rechnen also auf breite Zustimmung unseres Antrags, und wir glauben, und da zitiere ich noch einmal aus einem Partei, Flugblatt der NPD jüngster Zeit, aber auch schon vor Jahren, Volkszitat, das ganz wichtige Reparatur, sollten Sie mal mit zu Bett nehmen abends. Zitat, Volksentscheide auf allen Ebenen. Volksabstimmungen auf Bundesebene sind ein unverzichtbares Element der Demokratie, die wir in der BRD nicht haben. Wir fordern die Einführung von Volksabstimmungen für alle die Nation betreffenden wesentlichen Fragen. Grundsatzentscheidungen, ausländische Bürger sind Gast und haben kein Wahlrecht. Das ist so. Grundsatzentscheidungen wie die Aufgabe der eigenen Währung zugunsten des Euros oder die Teilnahme der Bundeswehr an Angriffskriegen für fremde Interessen gehen alle Deutschen an. Das war ein Text aus unserer Wahlbroschüre, 25 Standpunkte, Stand September letzten Jahres. Und nun noch einmal
zum Mitdenken das Zitat aus der Wochenzeitung Die Zeit vom 8.3.2012. Zitat, wir wollen die direkte Demokratie, betonte beispielsweise der Vorsitzende des Kreisverbandes im niederbayerischen Deggendorf in einem offenen Brief an den Passauer Oberbürgermeister. Dort heißt es, was wirft man der NPD eigentlich vor? Sie würden die Demokratie abschaffen, sagen die Regierenden. Tatsache aber ist, dass die NPD die direkte Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz will. Und weiter lesen wir, die Forderung nach mehr Demokratie ist im Parteiprogramm fest verankert. Dort heißt es, der Einfluss des Volkes muss durch Volksentscheide und direkte Wahlen gestärkt werden. Die Absicherung der Macht durch Einschränkung der Meinungsfreiheit, so wie Sie sich das vorstellen, Frau Borchert, sowie die Monopolisierung der verbreiteten Meinungen im Sinne der herrschenden Schichten ist zu beenden. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, und genau das fordern wir heute hier in diesem Antrag. Der Bundespräsident darf nicht mehr der politische Eunuch sein, der lediglich die Abteilung salbungsvolle Worte zu betreuen hat. Wir als NPD wollen dem zahnlosen Tiger, Präsident, eine überparteiliche Machtfunktion einräumen, die durch Volksabstimmung legitimiert ist. Noch im 18. Jahrhundert war das Wort Demokrat häufig gebrauchtes Schimpfwort. Häufigst gebrauchtes Schimpfwort. Und auch Ihre real existierende BRD-Demokratie ist längst zum Gespött der Massen geworden. Schauen Sie auf die Wahlbeteiligung und den Stellenwert, den das Staatsvolk den Parlamentariern beimisst. Interessant ist auch, ich komme zu Ende, interessant ist auch, dass Sie sich Herr Pasteur, mit kommen ähnlichen Sie zum Ende. Argumenten gegen Volksab... Herr Pasteurs, Ihre Redezeit ist beendet. Herr Pasteurs, Ihre Redezeit ist beendet. Herr Pasteurs, ich fordere Sie auf, sich auf Ihren Platz zu begeben.